Servus Sportsfreunde, hier ist der Dennis und ich begrüße euch ganz herzlich hier zum achten Part der FIFA 15 Karriere mit Manchester United. Ja Leute, nach den erfolgreichen Siegen mit dem 3:0 Sieg gegen West Ham United zu Hause und dem 2:1 Sieg zu Gast gegen West Brom Athletic geht es jetzt auf jeden Fall zum nächsten Spieltag, zum achten Spieltag müsste das jetzt eigentlich sein, jawohl, zum achten Spieltag jetzt hier zu Hause gegen Everton, die auch schon zuvor wie West Ham United in echt eine wirklich sehr gute Saison für die Verhältnisse eben von Everton spielen, aber hier im Spiel nicht so wirklich zum Zuge kommen. Ich glaube, die sind auch nur so im Tabellenmittelfeld, so in diesem Bereich vom 10. Platz oder so ähnlich. Können wir mal kurz nachgucken. Jawohl, das ist nur der 12. Platz bisher, haben aber auch zwei Spiele weniger als zum Beispiel Arsenal oder Sunderland vor ihnen. Also da könnte auf jeden Fall noch mehr drin sein für Everton. Aber Everton ja nicht die einzige Mannschaft, wie gesagt, mit Problemen. West Ham weiterhin nur auf der 18, Arsenal nur auf der 10. Wenigstens zwei Mannschaften konnten sich von diesem Mittelfeld da rauskämpfen, nämlich Chelsea und Manchester City. Die sind wenigstens wieder auf Platz 4 und 5. Und damit sieht die Top 5 schon wieder ein bisschen realistischer aus, als es zuvor aussah. Nämlich wie auf der 1, dann Newcastle United auf der 2, was natürlich auch ein bisschen überraschend kommt. Aber dann kommen wieder die Tottenham Hotspurs auf der 3, die ein Spiel weniger haben als Newcastle. Deswegen, wenn die das Spiel eben halt gewinnen würden, würden die eben halt wieder auf den zweiten Platz rücken. Dann eben halt Chelsea und Manchester United auf 4 und 5. So, dann geht es jetzt zum Spiel gegen Everton. Nee, warte mal, bevor wir jetzt zum Spiel gehen, würde ich nochmal gerne in die Mannschaft hineingucken, ob ich da noch was verändern möchte. Eigentlich passt das alles so, wie es ist. Ich würde mal auch gerne wieder Van Persie die Chance geben. Der hat doch im letzten Spiel auch getroffen. Also dem könnte ich eigentlich mal wieder die Chance geben, so sich vielleicht gegen Falcao durchzusetzen. Na, ich denke mal, das klingt auf jeden Fall ganz gut. Und dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir so in die Partie hinein. Und ja, dann geht es jetzt auch gleich los. So, dann wählen wir jetzt hier noch die Trikot schnell aus. Wir nehmen natürlich das Heimtrikot, weil wir natürlich zu Hause spielen. Und Everton kann eben halt mit dem Auswärtstrikot antreten. Bevor wir jetzt eben loslegen mit der Partie, noch kurz gucken, wer vielleicht noch heute spielt. Ne, gar keiner spielt heute. Das ist ja mal auch was Neues. Also sprich, wir sind das einzige Spiel an diesem heutigen Spieltag. Alles klar, gut, dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns gleich, wenn die Partie losgeht. Manchester United gegen Everton. Viel Spaß, wir werden kommentieren, nicht vergessen, wir sehen uns gleich. Hier sind wir wieder mal mit dem nächsten Spieltag der Barclays Premier League Saison mit der Partie Manchester United gegen Everton im Old Trafford Stadion. Ja, die bisher ungeschlagenen Red Devils treffen auf Everton. Manchester United bisher mit 21 Punkten aus 7 Spielen, sprich jeden einzelnen Punkt geholt. Everton sieht da nicht ganz so gut aus. Aus 6 Spielen bisher nur 8 Punkte geholt. Und ja, da hofft man jetzt natürlich, dass man vielleicht gegen Manchester United, gegen die Jungs von Trainer Louis van Gaal, vielleicht den einen oder anderen Punkt mitnehmen kann. Ob ihnen das gelingen wird, werden wir dann eben halt sehen. Die Spieler von Manchester United wirklich sehr stark. Ob das vielleicht daran liegen kann, dass sie keinen dritten Wettbewerb haben. So wie eben halt Topvereine wie Manchester City oder eben halt Chelsea. Ist fraglich, aber es könnte wirklich daran liegen. Manchester United eben mit dieser Aufstellung mit einem 4-2-3-1, so wie immer eigentlich seit den letzten Partien, jetzt eben halt nur mit einer Änderung. Van Persie darf jetzt heute mal im Sturm spielen anstelle von Falcao. Heute mal wieder dem eigenen Landsmann die Chance gegeben, Trainer Louis van Gaal anstelle von Radamel Falcao. Und hier die Aufstellung von Everton, die ebenfalls mit einem 4-2-3-1 spielen, mit Howard Coleman, Distin, Jaglica, Baines, McCarthy, Barry, Mirala, Spina, Barclay und Lukaku. Also eigentlich keine schlechte Mannschaft, dafür, dass man da nur auf Platz 12 rumhängt. Und ich denke mal, in der laufenden Saison, wenn man jetzt nicht in einem Formtief stecken bleibt, könnte das auf jeden Fall weiter nach oben gehen. Für die Spieler von Everton. So, Anstoß wird ausgeführt von Robin van Persie und von Wayne Rooney, sprich Anstoß für Manchester United. Und ja, hier sehen wir Ander Herrera, der eben halt öfters mal rausrotiert wird anstelle von Pogba, denn der ist eigentlich für das Spiel von Trainer Louis van Gaal sehr wichtig, so meinte dieser das zumindest. Und ja, hier sehen wir den Leiter der Partie, Robert Medley, der jetzt gleich das Spiel anpfeifen wird. Und dann geht es jetzt auch los mit der Partie Manchester United gegen Everton. Viel Spaß, Ball nach vorne auf Shaqiri, der nimmt jetzt Fahrt auf, geht schon mal am ersten Verteidiger vorbei. Spielt jetzt auf Van Persie, der mit der Drehung. Van Persie wird nicht angegriffen. Ball bei Di Maria. Di Maria und Tim Howard klärt. Klasse Parade vom Nationaltorhüter der USA. Hier können wir das nochmal sehen. Schön durchgesteckt von Van Persie war das, glaube ich, zu Di Maria. Und der dann jemand mit dem Abstoß, der dann aber wiederum geklärt wird, der Ball von Tim Howard. So, Ecke.
Pogba ist jetzt nicht so der gute Mann für die Ecken. Dann nehmen wir lieber mal Shaqiri. Und gucken mal, vielleicht ein Kopfballtor nach einer Ecke. Das wär's doch jetzt mal. Ah, da kommt keiner ran. Aber Ball bleibt weiterhin bei den Red Devils. Pogba jetzt mal mit einem Schuss. Aber nicht gefährlich für Tim Howard. Shaqiri passt auf. Ball jetzt zurückgespielt. Muss man aufpassen. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Und da muss De Gea parieren. Gott. Beide Torhüter jetzt hier schon mal in Aktion gewesen. Der junge Schweizer mit kosovarischen Wurzeln hat Platz. Abschuss. Van Persie. Richtiges Scheißtor, ehrlich gesagt. Das ist ein richtiges Mario Gomez-Tor. Aber es ist ein Tor. Robin van Persie steht perfekt und macht den Ball rein. Nach dem Abpraller von Tim Howard. Ja, ein Traumtor, wie der Kommentator sagt. Die Kommentatoren labern keine Scheiße oder so. Nein, wahrscheinlich, oder? Gar nicht, Alter. Leute, guckt euch dieses Traumtor an, Alter. Mario Gomez ist stolz auf dich, Robin. Robin van Persie, wirklich. Stolz auf dich. Das ist der Gomez. Das ist der Gomez. Drittes Saisontor für Robin van Persie. Van Persie jetzt alleine. Der macht's wieder wie gegen West Ham. Kann auch den Abschluss machen. Jawohl! Doppelpack. Robin van Persie. Klasse gemacht. Diesmal wirklich ein sehr schönes Tor. Setzt sich da alleine durch, wie schon zuvor gegen West Ham United, und verwandelt dann eiskalt hinein mit seinem linken Fuß. Tim Howard ohne Chance, und damit markiert er sein viertes Saisontor bisher. Und damit sind wirklich sehr viele Man United-Spieler bisher oben in dieser Torschützenliste. Das ist, glaube ich, drei jetzt schon an der Zahl, die ganz oben sind. Mit Rooney, Di Maria und eben halt Van Persie. Ah, ne, stimmt, wir haben ja noch Falcao da oben. Sprich, das sind vier Spieler doch. Bob Rooney sieht Shaqiri. Shaqiri, da ist Van Persie. Und was für eine Parade von Tim Howard. Der hat da gesehen, dass Shaqiri den Sweaty Move versucht hat. Aber konnte das alles nochmal parieren. Jetzt Ecke. Kann man Shaqiri treten. So. Ecke Shaqiri. Da steht. Ich wusste jetzt nicht, wer es war. Ich glaube, das ist Phil Jones gewesen. Mit dem Kopfball, aber da konnte Tim Howard auch nochmal parieren. Ja, die Nummer 4, das ist Phil Jones. Oh, Herrera. War das da gut? Zieht einfach mal ab, der Ball wird abgefälscht. Hätte vielleicht noch gefährlich werden können, aber reicht immerhin zur Ecke. So. Pogba jetzt mit der Ecke. Oh, da ist Van Persie. Hattrick Robin Van Persie. Und ich mache zum dritten Mal den gleichen Torjubel. Aber egal, er ist cool, der Torjubel. Jawohl, Robin van Persie nach einer Ecke mit dem Kopf. Der fliegende Holländer, seit der WM auch genannt. Mit dem ersten Hattrick der Saison für Manchester United von einem Stürmer. Fünfte Saisontor, und damit katapultiert er sich ganz nach oben. Zwar nicht ganz nach oben, denn da ist immer noch Di Maria mit seinen sieben Dingern. Aber er ist jetzt immerhin mindestens unter den Top 5. Klasse gemacht von ihm. Schöne Ecke von Pogba. Damit auch ein weiterer Scorerpunkt für ihn. Und ja, da liegt er gerade am Boden, der Pogba. Aber ist okay. Jetzt wieder von Persie. Das ist ja eine richtige Gala, die er jetzt hier wieder bringt. Oh, De Gea. Klasse Parade. Das war jetzt echt knapp, Mann. Das war sau knapp. So, Barry jetzt mit der Ecke. Ah, die kommt nicht gefährlich. Da ist Phil Jones. Köpft den Ball zu Di Maria. Und der nimmt jetzt wieder Fahrt auf gegen McCarthy jetzt im Laufduell. Da ist er natürlich der schnellere Mann. So, oh, aber wird dann weggedrängt von Leighton Baines. Oh, Shaw. Was war das denn jetzt? Luke Shaw mit der Chance, Alter. Das sieht man ja auch nicht oft. Dass da der Verteidiger nach innen dribbelt und dann eben halt abziehen möchte. Das sieht man nicht oft. Aber stark gemacht von Luke Shaw. Mit drei Toren für Manchester United, sprich alle drei Tore von Van Persie, von diesem jungen Mann hier, der jetzt eben halt ausgewechselt wird. Da gibt es natürlich auch Beifall von den Fans. Was mal Falcao denn da? Was zum? Was ein Bug? Naja, egal. Dafür kommen jetzt rein Radamel Falcao, Adnan Januzaj und Julian Draxler. Was macht Falcao da? Hallo? Falcao? Nice. WTF. Na, jetzt ist er wenigstens nicht mehr am Buggen. Zum Glück.
Oh, da setzt sich Falcao durch. Das ist eigentlich ein Foul, so wie der da weggeschubst wird. Aber Schiedsrichter pfeift nichts. Aber mit dem Roulette kommt durch. Jetzt schickt er mal Draxler. Er legt sich den Ball weit vor. Jetzt mit der Flanke. Da steht Falcao. Und das ist das 4:0. Jawohl, Radamel Falcao will die Fans hören, will die Fans von den Red Devils jubeln hören. Jawohl, klasse gemacht Julian Draxler mit der Vorlage, mit der wunderbaren Flanke. Und Falcao setzt sich da wunderbar, so muss das sein, gegen zwei Verteidiger durch und köpft den Ball dann ins Tor hinein. Jawohl, der hat Pace, der kann sich durchsetzen und da ist das 5:0. Die Partie ist entschieden. Radamel Falcao, gerade erst eingewechselt, macht sein zweites Ding. Will auch die andere Seite des Stadions jubeln hören. Klasse gemacht von ihm. Sie setzt sich dadurch gegen die schon wirklich konditionsschwachen Verteidiger von Everton und mit einem wirklich sehr laschen Abschluss. Aber es reicht immerhin zum 7. Saisontor für ihn. Und damit haben wir wirklich ja die Torschützenliste erobert, nenne ich es einfach mal. Denn wir haben da wirklich sehr viele Torschützen drinnen. 4 Stück jetzt an der Zahl. Mit Van Persie eben halt jetzt auch noch. Heuto. Ah, da passt. Wer war das? Ich bin mir jetzt nicht sicher, wer es war. Auf jeden Fall hat ein Spieler aufgepasst. Das ist gut. Oh, komm, Falcao. Komm. Versuch nochmal einen dritten. Komm. 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 Falcao und Howard klärt nochmal. Ah, komm, komm, komm. Ich will jetzt das 6-0. Ich will jetzt das 6-0. Ich bin jetzt heiß drauf. Oh, da bin ich jetzt gerade richtig heiß drauf. Ecke Janusai. Na, den hat Howard. Dann denke ich mal, was ist jetzt? Es gibt noch 4 Minuten Nachspielzeit. Nee, das war's jetzt. Damit gewinnt Manchester United mit 5:0 gegen Everton. Chancenlose Spieler aus Everton dürfen sich aus Manchester United verabschieden mit 5 Dingern, die sie kassiert haben. Und ja, das ist natürlich nicht das, was man erwartet hätte. Aber sagen wir es einfach mal so. Es hätte schlimmer enden können. 15 Schüsse aufs Tor, 19 Schüsse insgesamt. Robin van Persie, beste Bewertung. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir weiter. Gucken dann jetzt einfach mal. Ich will mal gerne in die Torschützenliste gucken. Mich interessiert das gerade echt. Wie viele Spieler wir da einfach da vertreten haben. Ja, nee, Spielerstatistik oder so. Wo ist das hier? Spielerstatistik. Ja, Top-Torjäger. Alle 4 von uns auf Platz 1. Ja, nicht auf Platz 1. Alle 4 auf jeden Fall unter den ersten 4 nehmen halt. Falcao, Di Maria, Rooney und Van Persie. Dahinter dann Chadli, Eto, Jovetic, Jelavic, Salah. Okay, rechter Mittelfeldspieler mit 9 Toren, okay. 9 Toren. 4 Toren in 9. Platz. Versprecher, Verbrecher. Ja, Di Maria ist ja auch ein Mittelfeldspieler. Mit 7 Toren auch nicht besser. Lallana auch mit 3 Dingern schon, die er da verwandelt hat. Okay. Kann man, denke ich, mal beleben. Dann simulieren wir jetzt noch zur nächsten Partie, die gegen Chelsea sein wird. Also da haben wir jetzt auch mal das erste Topspiel gegen eine wirkliche Topmannschaft. Und da haben wir schon die erste Nationaltrainer-Offerte von den USA. Muss ich aber schweren Herzens ablehnen. Zwar so verlockend, wie es klingt, möchte ich nicht Nationaltrainer werden. Wir loben unsere Mannschaft. Und gehen dann jetzt im nächsten Part in das Topspiel hinein. Mit der Partie Manchester United gegen den FC Chelsea London. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Falls euch der Part gefallen hat, haut rein. Euer Dennis. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao!